Kurz zu mir, also ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder. Meine Tochter, die wird 12 Jahre alt, die hat ehrlich gesagt zwei Impfungen noch bekommen vor 10 Jahren. Da war sie noch ein Säugling und mein Sohn, der wird 9 in diesem Jahr, der hat ehrlich gesagt gar keine Impfung. Warum und weshalb, das werde ich später noch klären. Noch kurz zu mir, ich habe 2014 eine Diagnose bekommen, also eine Koordinationsstörung. Also wenn ich etwas schwanke, dann liegt es wahrscheinlich daran an der Diagnose und nicht an Alkohol zum Beispiel. Um meinen Vortrag zu verstehen, muss man ehrlich gesagt so ein bisschen vom Immunsystem verstehen. Und ehrlich gesagt, es ist gar nicht so einfach, ein komplexes Thema gut darzustellen oder einfach darzustellen. Und muss so sagen, dass das Immunsystem besteht prinzipiell aus einem zellulären und einem nicht-zellulären Anteil. Und Sie haben alle wahrscheinlich von Antikörpern gehört. Und ich sage, dass ein wichtigster Antikörper, es gibt verschiedene Antikörperklassen, muss man auch sich sozusagen bewusst werden. Und ein Antikörper ist der, also in der Medizin nennt man Immunglobulin G oder Antikörperklasse G, kann man auch sagen. Und mit denen schützen sie sozusagen ihr Kind. Das ist praktisch in rosa dargestellt. Janeway ist ein klassisches Immunologie-Lehrbuch. Also wer ein Immunologe werden will. Und es gibt natürlich auch Zellen im nichtzellulären Immunsystem, die sozusagen Antikörper produzieren. Dann ein anderer Antikörper ist sozusagen noch, der auf der Schleimhaut ist, ist ein gut in Gelb dargestellt oder ehrlich gesagt auch im Magen-Darm-Bereich. Auch in der Muttermilch ist der drin, ist dieser Schleimhaut-Antikörper, IgA. Und zur Abwehr von Parasiten muss man sagen und etwas größeren Zellen oder Erregern, dann gehört, kommt dieser Antikörper mit den Spiel, dieses IgE sozusagen, der auch eine Rolle spielt bei Allergien vor allem. Und es gibt den Antikörper IgM, heißt der, zur Antikörperklasse M kann man auch sagen, das ist eine akute Version von Antikörpern, die bei einer akuten Infektion produziert werden. Ich muss sagen, die Grafik ist ganz gut, weil es gibt zwei Bereiche im menschlichen Körper, wo keine Antikörper hinkommen. Das ist ehrlich gesagt einmal im Fruchtwasser und einmal im Gehirn. Was in der Grafik hier fehlt, aus dem Janeway, ist so ein bisschen das Rückenmark. Da ist das weggelassen worden. Das heißt, theoretisch könnte man mit Antikörpern gar nicht das Gehirn schützen. Weil da, also durch die Bluthirnschranke, die verhindert schon, dass irgendwie Antikörper ins Gehirn kommen. Das ist sozusagen das nichtzelluläre Immunsystem. Und es gibt noch einen anderen Nicht-Antikörperanteil im Immunsystem, das Komplementsystem, das sozusagen sind es Proteinkomplexe oder Eiweißkomplexe, die sich aneinander lagern und ein Loch bilden und so Bakterien abtöten. Das ist so das Prinzip. Und hier ein schönes Bild ist eigentlich so die zelluläre Abwehr. Hier ist ein großer Erreger, der uns sozusagen wie Zellen sozusagen diesen Erreger angreift. Und man sieht schon, dass schon sehr viele Zellen, die zusammen koordiniert werden müssen und das zelluläre Immunsystem ausmachen. Das ist eine Vielzahl von Zellen. Und das sozusagen, man muss aber sagen, dass das zelluläre Immunsystem mit dem Antikörpern zusammenarbeiten, also mit denen, also hier die Zellen sind sehr wahrscheinlich mit IgE beschichtet und greifen auch den Erreger sozusagen an. Das heißt, so Antikörper sind aus meiner Sicht ehrlich gesagt nicht so eine gute Methode, um zu zeigen, ob jemand geschützt ist vor einer Erkrankung. Wichtige Dinge auch noch, also aufgrund der Kürze des Vortrages musste ich ein paar Erreger weglassen. Die wichtigsten Erreger in der Beratung, die gefragt werden, immer auch nachgefragt werden, sind Tetanus und Masern. Das heißt, die beiden Erreger werde ich sozusagen abdecken. Das nochmal zum Immunsystem, muss sagen, eine wichtige Sache sollte man noch erwähnen, dass diese T-Helferzellen sozusagen wichtig sind für die zelluläre Abwehr. Das heißt, das Immunsystem,
da komme ich noch später drauf, entscheide sozusagen später dann, ob es ein Virus wird oder ein Bakterium und wird so die Abwehr dann sozusagen ausrichten auf zelluläre Abwehr oder Antikörperproduktion. Und zwar und vor allem wird es reguliert durch Tiereinzellen, kann man sagen. Nochmal zurück zum Tetanus. Also es gibt das, viele kennen wahrscheinlich das Paul-Ehrlich-Institut, das ist ein staatliches Institut, was zuständig ist für Meldungen, also einmal Nebenwirkungen und einmal auch für die Zulassung von Impfstoffen. Ein Mitarbeiter von Transparency International hat auch gesagt, naja, eigentlich kann die Zulassungsbehörde mit der Nebenwirkungsbehörde nicht in einem Institut sein, das geht nicht. Also, aber das ist noch ein anderer Kritikpunkt. Muss aber sagen, es gab, leider bin ich nur an 7-Jahres-Zeitraum gekommen, es gab ungefähr 25 Todesfallmeldungen durch Tetanus enthaltene Impfstoffe. Und wenn man im Statistischen Bundesamt schaut, war es in der Altersgruppe der Kinder sozusagen auch im 7-Jahres-Zeitraum 0 Todesfallmeldungen durch Tetanus. Also muss man sagen, dass so mehr Kinder sterben durch eine Tetanus-Impfung an der Tetanus-Impfung oder Tetanus-Anteile, die so das Gift sozusagen in der Impfung, das Tetanus-Antigen enthaltene Impfstoffe verursachen, sozusagen mehr Todesfälle als Tetanus an sich, die Erkrankung. Noch kurz zu Tetanus, also Sie können letztendlich das nachlesen, im Medizin gibt es sozusagen zwei Arten von Bakterien. Einmal Bakterien, die so Sauerstoff lieben und die sind häufig so im Mundbereich und sozusagen Sauerstoff auch tolerieren. Und man findet das interessanterweise auf einer englischen Wikipedia-Seite sogar, dass diese Darmbakterien, also zu denen auch Clostridium tetani gehört, das sind Bakterien, die in der Nähe von Sauerstoff gar nicht existieren können, habe ich mal gelernt. Und die werden sogar getötet, das hätte ich auch nicht gedacht. Das heißt, das senkt schon extrem die Wahrscheinlichkeit, dass Tetanusbakterien überhaupt in der Erde sind, wenn da an der Oberfläche, an der Erdoberfläche, wenn da sozusagen Sauerstoff auch ist. Und es gibt mittlerweile auch bei der Wundversorgung, da gibt es auch sozusagen atmungsaktive Pflaster, sozusagen, die dafür sorgen, dass auch noch Sauerstoff in die Wunde kommt. Ein Vorteil, muss man sagen, vom Clostridium tetani ist auch, dass diese Bakterien Sporen bilden können. Und da habe ich gefunden, bei der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, da die Sporen an sich lichtempfindlich sind und nur jahrelang überleben können im Erdreich. Die Sporen sind sozusagen eine, wie soll man sagen, eine mehr resistente Lebensform oder Lebensvariante vom Tetanusbakterium. Die sind schon ein bisschen resistenter, aber nicht komplett. Also sind die auch hitzeempfindlich, kommt auch noch dazu, das steht da nicht. Also ab 100 Grad ungefähr sterben die Sporen auch ab. Und was ich aber nicht weiß, wie tief zum Beispiel Sonnenlicht in die Erde eindringt, wenn die Sporen lichtempfindlich sind. Also wenn es wird aber bei Tetanus immer gesagt, es liegt an den Antikörpern, deswegen haben wir so wenig Tetanus-Erkrankungen. Wenn aber Studien zusammennimmt, die so Tetanus-Antikörper bestimmen und das zurückrechnet auf Personen, die keine Antikörper haben oder keine schützenden Antikörper und das multipliziert mit den Personen, die theoretisch in der Studie mit erfasst werden, also es hochrechnet, dann kommt man auf ein Risiko von 1 zu 1 Million, dass sozusagen Leute, die keine Tetanus-Antikörper haben, haben ein Risiko von 1 zu 1 Million, Tetanus zu bekommen. Und die Zahl ist schon ziemlich hoch und deckt sich interessanterweise auch mit einer niederländischen Studie. Und zusätzlich muss man auch noch sagen, dass wenn es kann nicht an Antikörpern liegen, bei der so, wenn die Zahl so hoch ist. Und aus meiner Sicht muss man es schon so sehen, wenn der Erreger nicht mehr in unserer Umwelt ist, kann er theoretisch auch nicht mehr die Erkrankung machen. Und wir kennen auch aus der Schule, also diesen primären, sekundären und tertiären Sektor. Und der Kontakt zu Rindern oder Rinderfäkalien, also man muss sagen, das Robert-Koch-Institut sagt, zwei Spezies können sozusagen den Tetanus
das Data und Supply Sharing in sich haben. Das sind einmal Pferde und einmal Rinder. Aber Pferde werden, glaube ich, im 8. Lebensmonat geimpft, laut die meisten. Kann man, muss man. Ich bin kein Tierarzt, ja. Ja. Aber sie haben trotzdem alle Clostridium tetani im Darm. Ach so. Ja. Ah, ja. Ist wahrscheinlich denn der Kontakt, also ehrlich gesagt, also meine Tochter, die reitet, aber die hat keinen Kontakt zu Pferdestuhlgang, ehrlich gesagt. Und auch Rinder, also ehrlich gesagt, wenn Pferde geimpft sind, viele, dann fallen die sozusagen raus und es bleiben Rinderfäkalien übrig. Und der Kontakt zu Rindern, der ist extrem gering geworden. Das sieht man hier, das ist ungefähr, also jetzt sind es, glaube ich, hier mal geschaut im Statistischen Bundesamt, 2% macht der Kontakt zur Landwirtschaft aus, sozusagen. Wir sind ja fast alle im Dienstleistungsbereich. Also wir haben sozusagen mehr mit Computerviren zu tun als mit der richtigen. Was ich noch zusätzlich sagen wollte, ist, dass die Wundversorgung aus meiner Sicht auch besser geworden ist. Schon allein der Zugang zu fließendem Trinkwasser. Und das heißt, eine Wunde wird, ehrlich gesagt, also wenn sich eine Wunde zuzieht, hat man sofort gleich, ehrlich gesagt, nicht Ruhe. Da wird die Wunde extrem gut versorgt, muss man auch sagen, dass so letztendlich die chirurgische Versorgung deutlich besser ist. Man läuft nicht mehr wie damals, also wochenlang mit einer Wunde rum. Und ein weiterer Mechanismus ist, ehrlich gesagt, die Wunde. Wir hatten früher, muss sagen, dass durch das Tetanusbakterium, um das richtig, um Tetanusgift zu produzieren, muss dieses Bakterium in eine sauerstofffreie Umgebung kommen. Und das prädestiniert für ein Stichverletzung, ehrlich gesagt. Also wenn die Tetanusbakterien tief in eine Wunde kommen und die Wunde darf auch nicht bluten. Heutzutage ist es eher so, dass wir ein, man sagt in der Medizin auch so ein tangentiales Verletzungsmuster haben. Das heißt, die Kinder, die, oder wenn es um Kinder geht, dass sie ehrlich gesagt, wenn die stürzen, sozusagen langschürfen am Boden. Und das ist eine oberflächliche Verletzung und ein tangentiales Verletzungsmuster und keine Stichverletzung. Und das, ein weiterer Grund ist auch noch aus meiner Sicht, dass der Erreger auch nicht mehr in unser Umfeld ist, dass die Sporen, wenn doch noch Sporen in der Erde wären, theoretisch, dass sie auch noch nach Jahren zwar noch da sind, aber nicht nach 10 oder 20 Jahren sind die auch nicht mehr da. Also wenn zum Beispiel in Leipzig im Glashäckchenpark sich da vor 200 Jahren eine Kuh entleert hat, dann war es praktisch egal, ob da Tetanusbakterien oder Sporen drin waren im Stuhlgang. Und es sagt auch das RKI, es gibt auch, was ziemlich interessant ist, auch Stämme, die ja kein Tetanusgift produzieren. Das heißt, es ist sozusagen auch ein Ausschlussgetränk. Und das sind so alles so Dinge, die dazu führen, dass aus meiner Sicht die Tetanuserkrankungen extrem gering geworden sind. Kommen wir jetzt dort zu Masern. Masern ist, ehrlich gesagt, ist derselbe Ablauf. Also wie viel Masern Todesfall, muss sagen, das ist so. Bei Masern ist so, so an der Wiege, muss man sagen. Also das so, oder am Schwellenpunkt, dass so letztendlich, wir haben ungefähr 3 Masern-Todesfälle pro Jahr. Also im 7-Jahres-Zeitraum war es, also nicht pro Jahr. Und ungefähr 5 Meldungen waren in der Altersgruppe der Kinder von den, wurden dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet an, durch Masernimpfung. Das ist in den Medien eigentlich nicht so, ne? Dass auch viele Kinder auch, also ehrlich gesagt, pro Jahr kann man sagen, andere Kollegen haben das ausgerechnet, dass so pro Jahr ein Kind an einer Masernimpfung stirbt. Und muss aber sagen, dadurch, dass das Paul-Ehrlich-Institut sowohl für die Zulassung und für Nebenwirkungen zuständig ist, kann man auch erwarten, dass deren Aussage so ein bisschen nicht so ganz sicher zu nehmen ist, wenn die sagen, ne, das hat mit der Impfung nichts zu tun, weil wenn die gleichzeitig auch dafür da ist, ein Produkt sozusagen auf den Markt zu bringen, dann geht es ehrlich gesagt nicht, aus meiner Sicht. Das ist jetzt nochmal zum Masern, muss sagen, Masern ist ja ein Virus, ich weiß gar nicht, was sie, was so beim Robert-Koch-Institut auch noch steht, ist, dass das Masern-Virus zu den Morbilliviren gehört, das ist Latein und kann man ehrlich gesagt, ist die Übersetzung Masernvirus. Und das findet man beim Robert-Koch-Institut eine interessante Sache, die ziemlich gut genutzt wird, ist das Weglassen von Informationen
um auch sozusagen, das ist die Frage, ob das bewusst ist oder unbewusst ist, das Weglassen von Emotionen. Weil wenn, ehrlich gesagt, viele andere Kollegen es lesen würden, dass das Mars-Virus auch noch woanders in anderen Spezien existiert, dann kann man das, und dass die Ausrottung, ehrlich gesagt, in Frage gestellt. Man muss aber sagen, so ein paar, die Viren, da musst du helfen, glaube ich, ein paar sind ausgerottet schon bei Tieren. Also ich glaube, das Pest der kleinen Wiederkäuvirus war ein Masernvirus, dann das Rinderpestvirus. Also in Europa, ja. In Europa. In der EU, sagen wir mal EU. Ja. Ah ja. Was interessant ist, auch das Hundestaubvirus, also das ist ein klassisches Masernvirus, auch das Seehundvirus und das Masernvirus an sich. Und hier muss ich ehrlich gesagt googeln, weil ich das ehrlich gesagt auch nicht wusste. Das sind Wale, ist das Masernvirus der Wale und Delfine. Und selbst sogar Katzen, also Masernvirus der Katzen. Also Groß- und Hauskatzen, also damit angenommen. Und wenn sozusagen noch eine Familie hochgeht, also eine Virusfamilie noch mal höher geht, dann kommen noch andere Spezies dazu, also Fledermäuse, auch wieder Mensch, das Moos-Virus und auch das Respiratory Syncytial Virus. Das macht häufig so Bronchiolitis bei Kindern und die müssen schon auf Intensivstation. Und es ist so, auch das Parainfluenza-Virus gehört dazu, zu den Paramyxoviridae und auch Tauben. So, gehen wir weiter. Also ich will noch mal kurz wiederholen, dass für das Masernvirus sozusagen für die Abwehr eigentlich, ehrlich gesagt, so Antikörper gar nicht so wichtig sind, weil die helfen zwar schon bei der Markierung, aber ehrlich gesagt muss so ein Masernvirus muss von der Zelle aufgenommen werden und da getötet werden. Und das heißt, die zelluläre Abwehr ist extrem wichtig bei der Abwehr von viralen Erkrankungen und dann es gibt auch Bakterien, die in die Zelle reinkommen. Und vor allem machen das, wird das reguliert durch diese T1-Zellen und es muss auch sagen, zytotoxische T-Zellen. Muss ich nicht alles merken, aber letztendlich so ein Gleichgewicht zwischen TH1 und TH2, dann komme ich später noch drauf, ist extrem wichtig. Was mich, also wenn so Pharmavertreter, ich wollte eigentlich nie Animationen verwenden bei Präsentationen, was mich bei Pharmavertretern immer gestört hat, ist, wenn die Prozente immer verglichen haben zwischen einer Placebo-Gruppe und einer Medikamentengruppe und da weil man macht eigentlich Placebo-Studien, um sozusagen gucken, wie viel sozusagen Placebo-Effekt in der, oder Placebo-Wirkung im schulmedizinischen Medikament drin ist. Das heißt, man muss ehrlich gesagt ungefähr 30%, interessanterweise hat eine Studie an ungefähr 17.641 Kindern. Man hat so, konnte dann herausfinden, mit dieser Studie durch Antikörperuntersuchungen und Impfausweisen konnte man auf die Bevölkerung in Deutschland schließen, sozusagen. Bei Kindern ist sie durchgeführt, das ist die berühmte Keks-Studie. Und die hat herausgefunden, dass sogar 30% der Kinder, die keine Masernimpfung haben, trotzdem Antikörper haben. Wir wissen schon, dass Antikörper nicht so vorhersagen, ob jemand wirklich keine Masern bekommt, aber das sozusagen schulmedizinisch ist, kann man das so sagen. Und die Differenz hat sogar einmal einen Namen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es geht ein bisschen in die Statistik, nennt sich absolute Risikoreduktion. Und ehrlich gesagt kann ich damit auch nicht viel anfangen, also mit der absoluten Risikoreduktion. Aber das Interessante ist, man kann einen reziproken Wert bilden und kommt auf die Anzahl der Leute, die man behandeln muss. Und da muss man sagen, dass die Masernimpfung für die Erzeugung von Antikörpern ziemlich effektiv. Also man kommt da, es geht ein bisschen in die Statistik, aber Number Need to Treat ist die Anzahl der, die man behandeln muss. Und da kommt das Masernvirus einem idealen Ensemble schon, also die Masernimpfung zur Erzeugung von Antikörpern kommt eigentlich fast zu einem idealen Medikament nahe. Also eins wäre sozusagen, wenn jeder, der das Arzneimittel bekommt, auch profitiert von der Arzneimittelwirkung. Das wäre sozusagen eins. Muss, also bis jetzt heißt es ungefähr, zwei Leute muss man impfen, um Antikörper zu generieren. Das lässt so ein bisschen den Herdenschutz hinterfragen.
Und was mich aber mehr interessiert, ehrlich gesagt, und wahrscheinlich Ihnen allen hier, ob man an der Masernerkrankung sterben kann, wenn man Antikörper erzeugt, oder ob die Masernerkrankung sozusagen, darum geht es in den meisten Ende auch zumindest in der Gesellschaft. Und da muss man dann sozusagen vom Labor in das richtige Leben gehen. Und wenn man das wieder vergleicht, da kann man auch wieder diese Studie nehmen. Ich sag, muss man da so ein bisschen, man kann das in eine Vier-Felder-Tabelle eintragen. Und man muss da Daten aus verschiedenen Institutionen zusammenrechnen. Es fehlt hier noch, ach ja, hier unten ist RKI. Also man muss sozusagen die Studie nehmen an ungefähr 17.000 Kindern, 13.000 Kinder konnten ausgewählt werden, das ist relativ viel. Und das Statistische Bundesamt, und zwar die Kinder sozusagen von 0 oder 1 bis 18, wie in der Studie sozusagen. Und man muss auch die Erkrankungszahlen, die gemeldeten für das RKI. Und da kommt man zur Verhinderung für Todesfälle auf eine Zahl von 1,5 Millionen. Das heißt, man muss so 1,5 Millionen Kinder impfen und einen Masern-Todesfall zu verhindern. Ich habe hier eine 1 eingetragen, weil im Jahr 2015 habe ich genommen, weil da relativ viele Masernerkrankungen waren und auch interessant ist, das Masernvirus hat es geschafft, auch medial präsent zu sein. Also auch in den Zeitungen sozusagen. Man bekommt die Informationen über Masernerkrankungen fast immer automatisch, also ohne dass man irgendwelche Zeitungen liest. Was aber noch interessant ist, ist sozusagen hier der Wert nochmal, also um Masernerkrankungen zu verhindern, muss man ungefähr 1.000 impfen. Muss sagen, diese Zahl, da ich nicht an die Zahl gekommen bin, wie viele die Masernimpfung hatte und trotzdem Masern hatten, da kommt das sehr optimistisch, muss man sagen. Ich rechne gerne nicht gerne mit Null, aber das heißt, diese Zahl 1.000 ist sozusagen relativ, muss man sagen, also die ist relativ optimistisch dargestellt, also die ist wahrscheinlich höher. Was aber auch immer gesagt wird in der großen Masse, ist, dass so Masernviren sozusagen von geimpften Kindern nicht übertragen werden kann, aber dadurch, dass es lebende Viren sind, die zwar abgeschwächt sind, können die trotzdem in wie soll man sagen, in den Rachenraum hinkommen und da letztendlich sich dort vermehren und auch im Rachenraum und dann sozusagen auch übertragen werden. Und es kam in der Presse nicht so, dass in Kroatien und Italien passiert, dass sozusagen nach einer Woche ungefähr hat das Kind, weil die beiden Kinder sind aufgefallen, weil sie eine masern-typische Erkrankung mit Hautausschlag hatten. Und da hat man die weiter untersucht und hat dann gefunden, dass genau das Masernvirus war, was in der Impfung war. Und was auch immer gesagt wird vom Robert-Koch-Institut oder auch von der STIKO, dass letztendlich zweimal Geimpfte lebenslang geschützt sind, aber das trat, da muss ich mal gucken, das war 2011. 2011 hat eine zweimal geimpfte junge Frau das Masernvirus übertragen können. Also das Masernvirus, was in der Impfung war. Das heißt auch, mit Masernimpfte können sozusagen auch Masernerkrankungen auslösen und übertragen. Was natürlich nicht irgendwie in der Presse ist. Noch ein kurzes Wort zur ziemlich seltenen Gehirnentzündung. Wenn das Masernvirus doch überdauert, das bleibt dann im Körper und löst dann Jahre später eine Gehirnentzündung aus, eine chronische, und das ist eine ziemlich seltene Erkrankung. Das RKI sagt ungefähr 4 bis 11 pro 1.000 Masernerkrankungen. Das heißt, man müsste die Zahl, die ich vorhin gezeigt habe, auch nochmal mit der Erkrankungsrate multiplizieren. Was in der Presse ist, also in der Hauptmedien, sage ich mal, was da letztendlich immer auch beim RKI, auch bei der STIKO ist, das sozusagen heißt es immer, dass die Todesrate, also 100%, das heißt, wenn man die Diagnose bekommt, SSBE, dass sozusagen 100% versterben, aber ehrlich gesagt, es sind nur 95%, die versterben. 5% der Patienten haben eine spontane Genesung und teilweise sogar komplett. Und
es ist eine Studie gefunden, also wenn diese beiden Stoffe kombiniert, also Isoprinosine und Interferon Alpha, das ist so ein Multiple Sklerose-Medikament auch, und die haben 18 Leute behandelt und von denen hatten 8 Leute eine Verbesserung. Muss aber sagen, 6 Leute sind auch gestorben, das heißt, aber es deckt sich nicht mit 100% sozusagen, was in der Presse immer ist, auch in Fachbüchern und Fachzeitschriften. Und es gibt auch, da wollte ich nochmal kurz hin, es gibt auch, ich weiß nicht, die meisten wissen es wahrscheinlich gar nicht, es gibt auch Epidemien, die ohne Erreger ausgelöst werden, und zwar jetzt nicht lachen, weil da könnten sie eine Epidemie auslösen, und zwar 3 Mädchen fingen mit Lachen an und haben durch Lachanfälle, das hat sich übertragen, es mussten 14 Schulen geschlossen werden, das war 1962, das ist die Tansania-Lach-Epidemie. Und Psychologen haben das ehrlich gesagt auf irgendwelche Stressfaktoren zurückgeführt. Ja, das ist auch noch interessant. Und jetzt, da müssen wir uns durcharbeiten. Das ist jetzt, das war so der zweite Teil meines Vortrages. Das können Impfungen sozusagen machen. Und es gibt so mehrere Effekte. Du hast es in deinem Buch auch so ein bisschen so dargestellt. Ich muss sagen, also ich bin so drauf gekommen, weil viele Eltern haben schon gesagt, wenn das Kind geimpft hat, dass sie schon beim Heraufkommen oder beim Eintreten in die Praxis die Kinder schon reagiert hatten. Das heißt, die psychologischen Effekte sind schon ziemlich groß. Und man muss überlegen, ob die Traumadefinition zutrifft. Das ist so, also vor allem ein vitales Diskrepanz, also die Definition ist das so, eine Diskrepanz ist zwischen den Situationsfaktoren, wie zum Beispiel, also bedrohlichen Faktoren, wie zum Beispiel Impfung, und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Also und gleichzeitig kommt das Gefühl und der Schutz aus dem Preisgaben. Und da müssen Sie überlegen, ob das Ihr Säugling auch so das Gefühl hat und das die Definition erfüllt. Aber man muss sagen, so ist schon eine sehr krasse Definition, weil ehrlich gesagt nicht alle geimpften Kinder sind traumatisiert. Also ich denke eher, dass sie so eine Art Impfstress haben und dadurch auch durch diesen Impfstress anfälliger sind, vor allem für Viruserkrankungen. Da kommen wir später da drauf. Also wir sind jetzt sozusagen hier und neurologisch ist gar nicht so einfach, weil so ein Kind redet ja meistens nicht, wenn es geimpft wird. Und es gibt auch in Medizin so eine Art Score-Systeme und man kann es schon so einordnen. Es geht bis maximal 10 und es sind, ehrlich gesagt, eine Impfung hat ungefähr 8 bis 10, kann man sagen, oder vielleicht auch volle Punktzahl. Das ist so, sozusagen hat man den Schmerz analysiert bei Kindern, postoperativen Kindern. Man kann es aber auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei der Impfung, auch anwenden. Und man kommt dann auf 10 von 10, kann man theoretisch sagen. Das ist so die neurologische Schmerzreaktion. Muss sagen, dass so, dadurch, dass ja eine Impfung durch eine Spritze geben wird, verletzen sie ja auch die äußere Hautschicht. Man muss auch sagen, dass auch letztendlich, ich sag häufig, muss sagen, fällt mir gerade auf, letztendlich ist es so, dass in der Impfung ist auch ein gewisses Volumen, das ist ja Wasser, also es werden auch Druckrezeptoren gereizt, aber die kann man ehrlich gesagt fast vernachlässigen. Das sagen vielleicht Ältere, und ich sage vielleicht, na Mensch, irgendwie drückt es doch ein bisschen, wenn die älter sind. Das nochmal zu den neurologischen Faktoren. Ehrlich gesagt, bei chemisch habe ich, weil es relativ einfach ist, habe ich nicht nur extra eine Folie. Also in der Impfung ist als Grundlage Wasser, Eiweiß, Aminosäuren hier, sehe ich gerade Salze, dann Metallionen wie zum Beispiel Aluminium, das kennen wir alle, und dann organische Verbindungen, wie zum Beispiel Formaldehyd, ist eine organische Verbindung, aber auch Antibiotika, zum Beispiel der Masern-Mumps-Rüttel-Impfung, sind organischen Ursprungs und die kann man auch da einordnen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass Impfen oder Nicht-Impfen auch einen ökonomischen Effekt hat.
Und zwar hat es, das ist dieselbe Studie, also an den 17.000 Kindern, wenn man die mit reinnimmt, da haben geimpfte Kinder schon ein erhöhtes Krankheitsrisiko, einmal bei Allergien und auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Skoliose oder Mittelohrentzündung oder Lungenentzündung. Und wenn diese Krankheitskosten zusammenrechnet, muss man sagen, dass ungeimpfte Kinder sozusagen spart das System an Geld und dieses Geld wird dann frei sozusagen für die Behandlung von bedürftigen Kindern. Also kann man das schon so als sozialen Aspekt sozusagen sehen, wenn man sein Kind nicht impft oder wenig Impfungen gibt letztendlich. Und das ist sozusagen Studie und das hier so ein Screenshot aus meiner Praxis, weil ehrlich gesagt, aus meinem Praxisprogramm, ehrlich gesagt ist es, muss sagen, dass hier die U7A ist die Vorsorgeuntersuchung mit 3 Jahren, dann mit 4 Jahren und mit 5 Jahren. Das heißt, das ist sozusagen unser klassischer Patient, der ehrlich gesagt gar nicht so oft kommt, nur 10 U-Untersuchungen. Aus Datenschutzgründen habe ich hier das so Balken reingemacht. Das Kind, ehrlich gesagt 2016, ist mir spät aufgefallen, weil das Kind gar nicht in unserer Praxis. Das heißt, das, was die Studien zeigen sozusagen, Moment, vielleicht kann ich auch zurückgehen. Nee. Ja genau, hier war es nochmal, dass sozusagen Kinder, geimpfte Kinder mehr erkranken. Das zeigt sich auch in unserer Praxis sozusagen. Nee, jetzt muss ich mal nach hinten. Ah ja. Und juristisch muss man auch sagen, wir sind jetzt sozusagen beim Juristisch scheint es, wissen Sie alles, also Sie müssen zustimmen, dass ein Grundrecht Ihres Kindes oder von Ihnen selbst verletzt wird, durch, weil jeder das Recht auf eine Unversehrtheit des Körpers steht im Artikel 2 des Grundgesetzes. Das ist sozusagen der grob der juristische Aspekt vom Impfen. Jetzt können Sie noch alle eigentlich? Jetzt kommt der schwierige Teil nochmal, ehrlich gesagt, aber der Teil, der ehrlich gesagt schon ein bisschen Spaß, weil ehrlich gesagt geht es um das Immunsystem und muss sagen, so grob gesehen hat das Immunsystem mehrere Aufgaben und zwar die Abwehr von erstmal Giften, vom Tetanusgift zum Beispiel oder Keuchhusten ist auch genauso, produziert auch ein Gift, das ist auch in der Impfung enthalten und auch Diphtherie, Diphtherietoxin oder das Gift. Eine Diphtherieimpfung. Das heißt, es ist so eine Grundlage vom Immunsystem, gegen Gifte sozusagen eine Abwehr zu generieren. Und genauso ist auch Viren gehören dazu, Bakterien und das habe ich hier mal ganz kurz, das ist glaube ich die kürzeste Folie. Pilze und Parasiten sind sozusagen, muss das Immunsystem auch abwehren. Was hier noch ein bisschen fehlt, ist die Erkennung und das Töten von Krebszellen, das ist auch eine Aufgabe vom Immunsystem. Und nochmal zur Erinnerung, verschiedene Antikörperklassen haben wir hier. Das IgEG, was Sie Ihrem Kind geben, sozusagen in den letzten 4 Wochen der Schwangerschaft. Vor allem wird es übertragen und Sie schützen damit Ihr Kind bis zum, man hat diese Antikörper nachgewiesen, bis zu über einem Jahr. Bloß meist nicht wie effektiv dann die Antikörper sind, wahrscheinlich, also in unserer Praxis sehen wir, dass sie sehr effektiv sind. Aber ein Jahr muss man sagen, die Kinder, die dann, wo der Mutterschutz nachlässt oder Nestschutz, wenn der, diese Leihimmunität, wenn die nachlässt, dann erkranken die Kinder schon häufiger, die ungeimpften Kinder. Aber so nur so bis 1 bis 2 Jahre, so ab dem 3. Lebensjahr erkranken die auch schon viel weniger als die geimpften Kinder. Und es gibt sozusagen nochmal zur Erinnerung dieses Komplementsystem, dieses Proteinsystem, was sozusagen sich zusammenschließt und ein Loch bildet in Bakterien. Und es gibt Antikörper produzierende Zellen, das sind die B-Lymphozyten, die Antikörper produzieren und stimuliert werden diese Zellen von den Typ-2-Zellen. Und hier ist nochmal ein Überblick aus dem Immunologiebuch muss sagen, dass so, das ist ein Bakterium und das ist sozusagen eine Abwehrzelle des Immunsystems. Wenn die Antikörper nicht so effektiv sind und das Bakterium nicht töten können, wird es sozusagen trotzdem noch
aufgenommen von einer Zelle und dort zerstört durch Lysosom. Das heißt, also aus meiner Sicht ist aus logischer Sicht nicht so effektiv, sich nur auf einen Anteil hier zu konzentrieren, weil, ehrlich gesagt, so Antikörper und Immunzellen schon zusammenarbeiten. Es gibt auf Immunzellen sozusagen Rezeptoren, die dafür sorgen, dass so Bakterien aufgenommen werden. Und manche Viren nutzen das interessanterweise auch, das nennt sich ADE, der Effekt, also Antibody-Dependent Enhancement, also dass sozusagen Viren, um in die Zelle zu kommen, Antikörper nutzen. Das macht auch ein bisschen genetisch Sinn, weil um extra Rezeptor zu machen, um in die Zelle zu kommen, macht aus Sicht eines Virus ein bisschen wenig Sinn, weil man dafür auch Erbsubstanz ein bisschen braucht. Sozusagen, wenn man eh von Antikörpern behangen wird, warum soll man das als Virus sozusagen nicht nutzen? Steht natürlich so nicht im Immunologiebuch. Hier ist nochmal ein Überblick, was so das zelluläre Immunsystem. Man muss aber sagen, man kann es noch weiter aufteilen in so angeborenes Immunsystem. Das ist so dieses native Immunsystem. Und es besteht auch aus Granulozyten. Das sind so die ersten sozusagen Zellen, die so sich auf Erreger stürzen, und das Komplementsystem. Zusätzlich muss man auch sagen, dass das unter Antikörper unabhängig, außer das Ankylosystem, kann so ein bisschen auch von Antikörpern aktiviert werden. Aber letztendlich haben die etwas wenig kritisch denkenden Impfbefürworter haben schon recht, dass wir täglich mit jedem fast jeden Atemzug Erreger abwehren müssen. Also Viren und Bakterien und vielleicht auch Pilze sind schon in unserer Atemluft, und da muss das Immunsystem schon das alles irgendwie abwehren, und es macht vor allem aber das angeborene Immunsystem. Und man hat auch nicht gleichzeitig, ehrlich gesagt, also Tenosynthetiker, also die Kombination von Antigenen ist aus meiner Sicht nicht ganz typisch, also auch nicht gesund für einen gesunden Wand, hier nicht gleichzeitig sozusagen die Masern und Diphtherie hat man ja nicht gleichzeitig, wenn man eine Auffrischimpfung macht gleichzeitig. Die zweite Reaktion ist sozusagen erst nach 4 Tagen, ist dieses angepasste Immunsystem, und das besteht, wie gesagt, aus Zellen und auch aus Antikörpern, muss man auch sagen. Und sozusagen das Immunsystem, dieses angepasste Immunsystem, entscheidet schon, ob der sich das um ein Virus handelt oder Bakterium, was außerhalb der Zelle ist, und das regelt vor allem diese TH2-Lymphozyten und die TH1. Die stehen so ein bisschen im Gleichgewicht. Das kommt jetzt auch noch später, noch gleich auf der nächsten Folie oder übernächsten. Ich muss sagen, im Janeway, im Immunologiebuch, findet man auch noch eine zeitliche Übersicht. Das ist so 0 bis 4 Stunden, ist dieses angeborene Immunsystem. Es gibt noch so eine antikörperunabhängige Zwischenreaktion. Da findet man eigentlich kaum was, auch in Immunologiebüchern. Aber hier ist es dargestellt, und dass es so nach 4 Tagen ist, sozusagen sozusagen kommt die Impfung erst zur Geltung, muss man sagen. Das heißt, man stimuliert mit der Impfung nur, also wenn man genau rechnet, nur 1/3 des Immunsystems. Also der Abwehr, das sind hier so Beseitigungen von Erregern. Das ist jetzt eine relativ komplizierte Folie. Ich sehe gerade, hier sind mehr Quellen als Text. Und ich hatte ja vorhin gesagt, das Immunsystem schon entscheidet, ob das ein Virus oder Bakterium ist. Und das hat sich komischerweise gehalten. Seit 10, 20 Jahren weiß man es ehrlich gesagt. Dieses Prinzip ist 1986 erst bekannt geworden, dass das Immunsystem sich entscheidet. Das war deutlich vor Einführung der zum Beispiel Masernimpfung. Und es gibt mehrere Bereiche. Also das Aluminium in der Impfung hat nicht nur den Effekt, dass das Immunsystem und Immunzellen anzieht. Durch diese Giftigkeit kann man auch sagen. Und es schädigt aber auch die Bluthirnschranke und sorgt sozusagen, dass mehr Antikörper produziert werden durch diese T-Helferzellen Typ 2. Und im Immunologiebuch findet man auch, dass
also inaktivierte Impfstoffe. Ich wollte eigentlich meinen Vortrag noch über Polio führen, weil es ein recht gutes Beispiel ist. Und da sieht man auch, dass diese inaktivierten Polio-Viren zum Beispiel, die jetzt seit 1998 in Deutschland geimpft werden, gar nicht die zelluläre Abwehr stimulieren, sondern nur für Antikörper sorgen. Das machen diese inaktivierten Viren auch. Und natürlich Stress als Stressfaktor. Ehrlich gesagt, wollte ich das noch bei der Übersicht als Ärztefaktor, bei psychologischen Effekten noch mit reinnehmen. Aber ich habe diese Übersicht vorher erstellt. Das kam erst später, dass so sozusagen Stress sozusagen auch eine Verschiebung macht hin zu einer Antikörperabwehr. Ich muss sagen, das ist so ungefähr, sie regen sich auf, wenn sie zum Beispiel mit der Straßenbahn fahren und ihnen wird der Sitzplatz weggeschnappt für ihr Kind und dann erzeugen sie schon etwas Stress und dieses Stresshormon wird dann ausgeschüttet, Cortisol, und damit wird sozusagen die Abwehr gegen Viren reduziert, also die zelluläre Abwehr. Und das nächste Magen-Darm-Virus freut sich letztendlich und der Weg ist frei und kann sie krank machen, sozusagen. Also es ist sozusagen der Stress, das ist der Zusammenhang des neuen Fachgebiets, das nennt sich so Psychoneuroimmunologie. Und der Zusammenhang zwischen Stress und Immunsystem ist sozusagen das Stresshormon Cortisol oder Cortison. Und man muss dazu sagen, die Antikörper, die sie ihrem Kind geben, das ist ja die klassische Antikörper-Antigen-Reaktion, dass diese Antikörper bei der Mutter sozusagen auch den Nestschutz reduzieren. Vor allem im ersten Lebensjahr. Also wenn sie ihr Kind ausstatten mit Immunglobulin der Klasse G oder Antikörper der Klasse G, die fangen sozusagen die Impfung sozusagen, die Antikörper, ist ja auch das Prinzip, dass sich Antikörper auf Erreger stürzen, und wenn man in der Impfung sozusagen Antikörper hat, dann oder Antigene hat in der Impfung, in der aktiven Impfung, dann ist es so, dass letztendlich die Antigene dort in der Impfung abgefangen werden durch Antikörper. Das ist ja die klassische Antigen-Antikörper-Reaktion. Ich muss aber sagen, dass der Nachteil von der Stimulation von Antikörper, also um Antikörper nachzuweisen, ist ziemlich gut, aber man stimuliert auch diese allergiemachenden IgE auch noch mit. Und es zeigt sich ja auch in Beobachtungsstudien, dass Kinder, die geimpft sind, mehr Allergien haben. So haben wir das, den Teil soweit geschafft, haben es soweit alle so halbwegs verstanden. Okay. Hier haben wir noch eine Fragerunde. Nochmal kurz zu Antikörpern. Es ist ein, aus meiner Sicht, also das RKI sagt, ein Surrogatmarker oder Parameter, und die Definition ist eigentlich, dass der ein Surrogatmarker sozusagen bei Antikörpern, sagen zum Beispiel Antikörper, dass eine Erkrankung weniger oder gar nicht auftritt. Also dadurch, dass Antikörper aber nicht vorhersagen, ob jemand wirklich erkrankt, ist es nur aus meiner Sicht eine Korrelation. Also man hat zwar Antikörper gefunden bei Erkrankungen, aber sagen nicht, schützen einen Patienten nicht, weil jemand nicht, dass der die Erkrankung nicht bekommt. Aber weniger, muss man sagen, das sieht man ja auch in Studien. Ich muss sagen, dass Antikörper relativ günstig sind, also zum Beispiel Schwangerschaftstest basiert auf Antikörper, und da können Sie überlegen, wie teuer ein Antikörper-Schwangerschaftstest ist. Und dazu kommt auch noch, da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht, weil letztendlich dachte ich immer, dass Antikörper wenigstens ein bisschen die zelluläre Abwehr repräsentieren, aber es ist keine Ausdruck, schreibt das Robert-Koch-Institut über das zelluläre Immunsystem. Das heißt so, man kann gar nicht sagen, ob Antikörper gegen das Virus sozusagen, also zum Beispiel Masernviren oder Masernmumpsröteln überhaupt jemanden schützen. Also die Antikörper, die man produziert durch die Impfung, sind nicht so ganz so effektiv als Messmethode, habe ich ja vorhin gesagt, auch schon. Also nochmal kurz zu Gesundheit. So, ehrlich gesagt, kann ich darüber auch schon fast einen ganzen Vortrag füllen. Wenn der Erreger nicht mehr in der Umwelt ist, dann kann er sozusagen nicht mehr die Erkrankung machen. Das nennt man in der Medizin Expositionsprophylaxe.
Das heißt, das wollte ich eigentlich bei Prügel sagen, dass dadurch, dass wir Hygiene und sanitäre Einrichtungen und benutzen, ist, kann der Erreger nicht mehr in unserer Umwelt sein und die Erkrankung nicht mehr machen. Das machen sozusagen automatisch. Und viele Dinge wissen wir ja eh schon und machen sie. Ich kann es ja noch mal kurz durchgehen. Sie wissen sozusagen, dass zum Beispiel der Konsum von, also Tabakkonsum oder Nikotin ist nicht gerade förderlich für die Erkrankung. Was man nicht so weiß, also das habe ich mit reingenommen, als der Konsum von Medien, also eine Medienkompetenz, da komme ich auch noch später dazu, ist aus meiner Sicht schon wichtig und kann auch vielleicht die Gesundheit beeinflussen. Bei Ernährung scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also die Kritiker, also manche sagen, eine fleischlose Ernährung, also es kommen da ethische und philosophische Aspekte bei Ernährung mit rein, muss sagen, dass wir trotzdem auch noch auf ein bisschen Fleisch, Eiweiß angewiesen sind, aber die klassisch vegetarische Ernährung, also diese Ovo-Lacto-Pesco-Vegetarier, also wenn so vergleicht Erkrankungsrisiko und das Sterberisiko, da ist die klassisch vegetarische Ernährung schneidet am besten ab. Dann wissenschaftlich basiert ist ehrlich gesagt, wir brauchen nicht mehr so viel Kalorien, und sie fragt, wo sie Kalorien herbekommen. Und kohlenhydratarm sollte die Ernährung auch sein. Und viele ungesättigte Fettsäuren. Das muss ich mal hier lesen, das kann ich durch besser. Und sozusagen, ich kann es nicht machen. Fasten ist auch noch sehr gesundheitsförderlich. Also eine Energiereduktion. Und eine Ernährung soll natürlich Nährstoffe versorgen. Mit Nährstoffversorgung. Nochmal kurz zur körperlichen Aktivität. Das ist eigentlich fast egal, also ob sie nur Kraftsportarten oder Ausdauersportarten nehmen. Das ist egal, es ist förderlich für die Gesundheit. Ich bin atheistisch erzogen und bei seelischer Gesundheit ist so, ehrlich gesagt, da habe ich nicht viel gefunden, außer dass gibt es eine Studie an älteren Leuten, die einmal pro Woche in die Kirche gehen und man senkt das Sterberisiko um 35%. Das schlägt sogar fast Ernährung. Also das ist nicht ein Grund für mich, in die Kirche zu gehen, aber ehrlich gesagt war ich schon erstaunt, wie groß der Effekt ist. Ich habe das mit meiner Frau diskutiert, die hatte so gesagt, es liegt, dass so Gebete so ähnlich sind wie Meditieren, aber ich denke eher so, ist der soziale Aspekt, dass man Leute trifft und sich das und sich austauscht und das auf die Gesundheit sich auswirkt. Obwohl ich das weiß, gehe ich ehrlich gesagt nicht in die Kirche. Was extrem wichtig ist für die Gesundheit, das wissen Sie auch alle selber. Ich habe nie gedacht, dass so zum Beispiel positive Gefühle wirken sich auch auf die Gesundheit. Das ist so der Bereich Psyche, dann soziale Beziehungen. Und ehrlich gesagt, so die Beobachtung ist, das habe ich hier nochmal extra sogar als Punkt, das extrem Heilende sozusagen. Also die Beobachtung seiner eigenen Gedanken und Emotionen macht diesen, also wenn zum Beispiel jemand wird ihnen die Bahnlücke weggeschnappt und sie reagieren mit Stress sozusagen. Wenn sie es auch beobachten, wie sie darauf reagieren, dann reduzieren sie schon. Also diese Distanzierung von eigenen Gedanken und Emotionen ist extrem heilend. Nochmal kurz zur mentalen Gesundheit. Das wissen ja alle, so Meditieren, das hilft, ehrlich gesagt. Das soll jetzt kein Vortrag sein über Meditation, aber letztendlich gibt es verschiedene Techniken bei der Meditation. Und man muss sagen, wenn man meditiert, schlägt man mehrere Klappen, also sozusagen, also schlägt man mehrere, als wirkt sich das extrem auf die Gesundheit aus. Und in den 70er Jahren wurden schon sozusagen dieses Mindful-Based Stress Reduction, heißt es, ist von John Kabat-Zinn, wurde es entwickelt. Ich muss sagen, so viele Meditationstechniken, die ziehen auf Gedankenlosigkeit, das ist bei mir recht schwierig, also ich kann es nicht. Das heißt, man kann so, ehrlich gesagt, so, es geht so Richtung Beten, aber so Mantra wiederholen, wo der Geist beschäftigt ist, ist auch extrem heilend. Und nochmal die Beobachtung, hier habe ich es nochmal, also das Loslösen sozusagen,
wollte das Beobachten der eigenen Gedanken und Gefühle ist extrem gesundheitsförderlich. Und der Bildungsrat, muss man auch dazu sagen, das macht man in Afrika ja auch, dass man Schulen sozusagen baut und man sieht, dass die Infektionserkrankung und der Erkrankungsrate runtergeht. Das haben ihre Studien auch gezeigt. Das heißt, je höher der Bildungsgrad einer Bevölkerung ist, umso mehr wirkt sich das auf die Gesundheit aus. So, jetzt haben wir viel über Gesundheit noch gesprochen. Gehen wir jetzt noch weiter zum dritten Teil. Das wird jetzt ein bisschen einfacher. Das ist sozusagen ein Kinderbuch. Und muss sagen, der dritte Teil meines Vaters geht so ein bisschen über Medienkompetenz und Medienkritik. Und es hat ziemlich viel mit Wahrnehmung zu tun. Also 1992 war die Wahrnehmung von einer Massenerkrankung völlig anders, als es jetzt ist. Jetzt wäre es sozusagen so ein Albtraum in der Kinderarztpraxis, steht zumindest in der Presse immer. Ich muss sagen, das war in der achten Auflage sogar. Das heißt so, wenn ein Buch eine erste Auflage hat und eine zweite gemacht wird, dann muss sich die erste schon ziemlich gut verkaufen. Aus meiner Sicht. Das ist noch nicht mal 30 Jahre her. Und da muss man fragen, ob die Wahrnehmung von den Autoren des Verlages und auch die Buchautoren, ob das so auch der Wirklichkeit entspricht. Und man muss sagen, ja, das sind hier sozusagen nochmal Daten, leider nur von Amerika. Man sieht so vor Einführung der Impfung, dass also hier in grün sieht man die Todesrate. Und die Impfung wurde 1963 angeführt. Interessanterweise, was ich nicht erklären kann, ist die Masernerkrankungsrate ein bisschen gestiegen nach Impfeinführung. Und bei Wikipedia findet man aber nur diesen Teil. Ich muss sagen, damit es hier auf das Diagramm passt, ist sozusagen die Masernerkrankung durch 35 geteilt worden. Also man hat eine extrem große Diskrepanz zwischen Masernerkrankung und Komplikationsrate, das heißt, die Komplikationsrate ist schon mehr vorher gefallen auf einem Niveau. Und man muss genau auf die Graphen gucken. Und da sieht man auch, dass sozusagen bis ungefähr 1943 oder 1945 ist sozusagen mehr Masernerkrankung und sozusagen oder Masernerkrankung korreliert zusammen mit der Todesrate. Und ab dem Zweiten Weltkrieg, kann man sagen, ist es losgelöst, ehrlich gesagt. Und wir befinden aber uns sozusagen, dieser Teil wird immer weggeschnitten. Und bei zum Beispiel Wikipedia oder auch in Fachzeitschrift steht immer der Teil drin. Ab 1960 oder ab 1950 wird es gezeigt. Und man muss schon sagen, dass eine geimpfte Population weniger, zum Beispiel Masern, weniger Masernerkrankungen haben, aber die, also meine Kinder haben ja auch keine Masernimpfung, die sind sozusagen in dem Bereich sozusagen, dass die vielleicht Masern bekommen, aber die Komplikationsrate ist extrem gering, bei meinen Kindern zumindest. Oder bei mir auch wahrscheinlich. Und heutzutage sieht es aber schon ein bisschen anders aus, es ist sozusagen vom sächsischen Staatsministerium und in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Impfkommission und muss im Buch weiter drücken, so sieht sozusagen eine Sprechstunde aus und es ist eine Impfsprechstunde. Ich habe mich immer gefragt, wenn geimpfte Kinder so vor Gesundheit strotzen, dann muss man die ja nicht trennen, ehrlich gesagt, mit Kindern, die nicht geimpft sind. Also ich habe mich immer gefragt, warum man da eine extra Sprechstunde einführen müsste für geimpfte Kinder, damit die geschützt sind wahrscheinlich vor Erkrankungen. Aber eigentlich müssen die ja theoretisch weniger erkranken. Aber das ist wahrscheinlich der Grund oder eine Beobachtung, dass geimpfte Kinder schon ein gewisses Erkrankungsrisiko haben und vielleicht auch mehr erkranken. Und deswegen musste man die trennen, aus meiner Sicht. Nochmal hier zur WHO, muss ich sagen, so alle, ich dachte immer, die WHO als internationales Unternehmen ist sehr, wie soll man sagen, reliable. Also ehrlich gesagt, dass die Empfehlungen der WHO schon sehr gut sind. Man muss sagen, als die WHO gegründet wurde, war es schon ziemlich gut und auch die Grundprinzipien der Weltgesundheitsorganisation sind ziemlich gut. Und
Leider haben sich die finanzielle Unterstützung der WO schon verändert. Das heißt, man kann auch sagen, 75%, schreibt sogar die WO, ist aus freiwilligen Zuwendungen Stiftung. Das heißt, die WO-Empfehlungen sind so eher ein Privatunternehmen aus finanzieller Sicht. Und da fällt eigentlich das Gebäude schon von RKI und STIKO eigentlich zusammen und Paul-Ehrlich-Institut. Und was ich nicht dachte, deswegen habe ich auch viele Apple-Produkte, ich mochte den Personen schon echt, ist sozusagen, wer kennt das, Bill Gates. Und man sieht eben auch das WHO-Logo und muss sagen, dass so, ehrlich gesagt, diese Stiftung, die Bill und Melinda Gates Stiftung, ehrlich gesagt, ziemlich viel sponsert. Und das ist sogar transparent, da lobe ich das Internet, dass man jetzt an die Informationen kommen kann. Und das hier eine Übersicht sozusagen nochmal, ich hoffe, das können alle lesen. Hier oben steht dann Bill und Melinda Gates Stiftung, das sind freiwillige Spenden. Und es geht so im Bereich von über 500 Millionen Dollar. Und die zweite, sozusagen, der zweite Staat ist USA. Das heißt, die WHO-Empfehlungen kann man sagen, aus finanzieller Sicht sind die in amerikanischer Hand. Muss aber sagen, man kann auch noch die globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, die wird zu 75% auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung gesponsert. Und die könnte man eigentlich, ehrlich gesagt, noch daran rechnen, also erhöht sich das noch mehr. Deutschland ist, glaube ich, hier. Man muss aber sagen, es gibt einmal festgesetzte Spenden und freilich können Staaten auch spenden hier. Ich glaube, Deutschland ist, glaube ich, hier. Germany ist hier. Okay. Was ich immer gedacht habe, so, wenn so viele Meldungen an Todesfällen sozusagen sind, da muss ja auch Zulassungsstudien geben. Ehrlich gesagt, für einen Pharmahersteller ist, ehrlich gesagt, Worst-Case-Szenario. Schlimmer geht es nicht, wenn Personen sozusagen sterben bei einer Zulassungsstudie. Das war in Argentinien. Also dass sozusagen davon 30.000 Kinder mit einem Impfstoff geimpft und 14 sind gestorben. Interessanterweise hat diese Firma GlaxoSmithKline, der Impfstoff heißt Synflorix, ich weiß nicht, der ist in Europa auf dem Markt und in Deutschland auch. Ich weiß nicht, wie es geschafft hat, dass sie, obwohl hier Todesfälle sind, sozusagen das an den Markt zu bringen. Das ist so ein bisschen komisch und lässt einen hinterfragen, woran es liegen könnte. Ein weiterer Punkt ist auch noch, das sprengt so fast das WHO-Budget im Jahr, müssen wir mal gucken, 2012 war das, glaube ich. Ja, genau, 2012. Musste die Pharmafirma auch in den USA eine Strafe zahlen für Betrug. Es ging aber eher um Depressionsmedikamente. Und es waren 3 Milliarden US-Dollar. Jetzt nochmal kurz eingeworfen zur GSK. Und das nochmal das Robert-Koch-Institut, die von mir zitierte Studie mit 17.641. Und im Ärzteblatt ist erschienen, das nochmal ein Aufschnitt. Da kam, das wird in Studien gern genommen, sozusagen, man reduziert die untersuchten Daten, um einen Statisteneffekt sozusagen nicht mehr nachweisen zu können. Und das wurde genutzt durch Reduzierung der untersuchten Leute mit Migrationshintergrund. Das sind, sozusagen sind da ungefähr 13.000 nur untersucht worden. Es hat wahrscheinlich ausgereicht, um zu sagen zu können, es gibt keinen statistischen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften in Bezug auf Erkrankungen und Allergien. Das ist ehrlich gesagt beim Robert-Koch-Institut oder in Ärzteblatt erschienen, 2011 auch. Und was dazu kommt, die 17.641 Kinder, da freut sich ehrlich gesagt der Statistiker, es sind nicht zwei Kinder, auch nicht 20, sondern 17.000 Kinder und von daher ist es schon eine recht große Zahl. Sie kennen wahrscheinlich alle das gelbe Heft, das sind so Standarduntersuchungen für Größe und Gewicht. Innen finden Sie die Patientieren, die basieren schon auf großen Studien und dafür wurde die KIK-Studie auch genommen. Und wenn man hier nochmal schaut, das ist dieselbe KIK-Studie, also Größe und Gewicht, heißt so zusammen anthropometrisch. Und
wenn Sie schon alleine diese Zahlen zusammenhängen, kommen Sie auf über 17.000. Das heißt, bei der Bestimmung von Größe und Gewicht als Standard spielt der Migrationshintergrund keine Rolle. Migrationshintergrund heißt nach 1948 nicht in Deutschland geboren. Das heißt, wenn Sie zusammen mit jemandem studieren, der aus Österreich und Schweiz kommt, dessen Kinder werden sozusagen nicht in die Studie mit reingenommen. Bei Größe und Gewicht schon, aber... Da ist die Frage nochmal, wie es weitergeht, ist so die STIKO-Empfehlung und ehrlich gesagt so, dass so ein bisschen Vertrauen wurde erschüttert durch den Professor Dr. Med. Heinz-Jürgen Schmidt, der von 1998 bis 2007 STIKO-Mitglied war oder Vorsitzender sogar und ist dann 2007 zu Novartis gewechselt. Jetzt ist er zu Pfizer. Man muss da schon die Monate durchgehen. Im Juni 2006 hat er einen Preisempfang vom Hersteller Sanofi Pasteur. Der Hersteller stellt den Gardasil-Impfstoff her. Und im Oktober 2006 wurde Gardasil von der Impfkommission empfohlen. 2007 ist er sozusagen ausgeschieden und zu Novartis gewechselt. Und 2007 hat Gardasil, also es wird zwar immer gesagt, dass man Impfstoffe kostengünstig sein soll, das trifft bei Gardasil interessanterweise einem HPV-Impfstoff nicht zu. Und das Medikament hat in einem Jahr nach der Zulassung 267 Millionen Euro generiert. Sozusagen. Und es lässt schon hinterfragen, ob die Empfehlung der STIKO, also weil so schon Zusammenhänge sind für zwischen Pharmaunternehmen und den STIKO-Empfehlungen. Die Frage ist, wo Sie dann jetzt Informationen herbekommen. Auch vorher wollte ich noch Zulassungsstudien, weil ehrlich gesagt in Europa, nochmal als Vergleich, es werden zwar Antikörper untersucht, aber es ist bei der Europäischen Arzneimittelbehörde vorher erwähnt müssen, Impfstoffe sind die Arzneimittel, müssen von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen werden und freigegeben und dann entscheidet die STIKO. So habe ich zumindest gelesen, dass welcher Impfstoff dann sozusagen freigegeben wird für Deutschland. Und die Zulassung in Europa basiert auf 12 Studien. Insgesamt wurden nur 2009 Kinder untersucht. Quellenangaben fehlen da interessanterweise auch. Und es ist keine Aussage über Verbindung, Randomisierung und Placebo. Und es wurden auch nur, nicht die Erkrankung, sondern nur, deswegen in Anführungsstrichen, nur Antikörper untersucht. Nochmal kurz zur, also Verblindung heißt sozusagen, dass so eigentlich ist so Doppelverblindung, so der medizinische Standard ist sozusagen, der Patient weiß nicht, zu welcher Gruppe er gehört, ob er die Arzneimittelgruppe oder Placebo-Gruppe und bei der sozusagen die Einfachverblindung, wenn der Patient nicht weiß, und Doppelverblindung ist sozusagen, wenn der Arzt nicht weiß, wo in welche Gruppe der Patient zugehört, ist sozusagen eine Doppelverblindung. Und die Randomisierung soll ist eine Verzufallung, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, ob das als deutsches Wort existiert. Und da ist es so, dass wenn zum Beispiel in einer Gruppe nur Leute mit hohem Bildungsgrad ist es sehr ungünstig, da sozusagen die Verzufallung gleicht sozusagen Gruppenunterschiede aus. Da brauchen wir auch ein interessantes Zufallsprozess. Und sozusagen Placebo ist sozusagen auch medizinischer Standard. Nochmal kurz, ich weiß nicht, viele kennen die Multiple Sklerose. Wir reden jetzt zwar über Impfungen, aber letztendlich will ich nochmal einen Vergleich starten. Also Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, greift das Immunsystem die Umhüllung von Zellen an. Und man hat sozusagen, das ist ja auch durch eine Ethikkommission für 2 Jahre bei einem Medikament gegen Multiple Sklerose hat man das 2 Jahre lang riskiert, dass in der Placebo-Gruppe sozusagen Kinder oder Erwachsene im Rollstuhl landen durch eine Erkrankung, die schon ziemlich schwer sein kann im Verlauf. Die Studie lief 2 Jahre und ehrlich gesagt, diese Studie hatte auch eine Randomisierung, war doppelt blind und Placebo kontrolliert. Sozusagen die Grundlage des medizinischen Standards. Also ich hatte ja gesagt,
warum ich meine Kinder wenig oder gar nicht geimpft habe. Und das ist der Grund, ist der Eisbergenhain. Der soll eigentlich nur so als Symbol gelten, weil aus meiner Sicht ist der Wirkungsbereich ziemlich gut erkennbar. Also auch an Studien sozusagen, auch wenn es Beobachtungsstudien sind. Und es fehlt ja aus meiner Sicht die Placebo-Gruppe in Verbindung. Aber ehrlich gesagt, die Beobachtungsstudien zeigen schon, dass eine Wirkung ist. Aber was wir ehrlich gesagt nicht wissen, was unentdeckt ist, was Zulassungsstudien und auch sozusagen Zulassungsstudien und das Meldesystem ist nicht effektiv, dass so Nebenwirkungen völlig unklar sind. Das hat zumindest bei mir geführt oder bei meinen Kindern, dass sie ehrlich gesagt wenig oder gar nicht geimpft werden. Das ist der Grund, weil mir das einfach zu wenig war. Dass das Nebenwirkungsprofil vom Arzneimittel mit der Impfung ist, war mir zu gering abgedeckt durch Studien als auch durch das Meldesystem. Die Frage ist, wo kriegt man dann Informationen her? Mittlerweile gibt es, ehrlich gesagt, Filme, da will ich nur mal ganz kurz drauf eingehen. Es geht viele Filme, eine Grundlage ist, ich sage, bei Filmen geht so, es in beide Richtungen, einmal die Faktenebene und einmal auch die emotionale Ebene wird sozusagen auch bedient, muss man sagen. Und da muss man schon ein bisschen trennen, das ist sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, der Film hier, der hat zwar auch einen englischen Titel, aber es ist von einer Deutschen, aus der Sicht einer Mutter. Und es geht auch um die Masernimpfung. Es geht um die HPV-Impfung, gibt es auch Deutsche. Und zurzeit im Kino, muss man sagen, von Andrew Wakefield auch über Masernimpfung. Und da ist es so, dass ich glaube, zur Jahrtausendwende hat das amerikanische Gesundheitsamt, muss sagen, das ist so, nicht so wie ein Gesundheitsamt hier in Deutschland. In Amerika ist das Zentrum für Krankheits- und Gesundheitskontrolle, das CDC, ist so wie das RKI, kann man sagen, sogar noch viel größer. Also wenn ein Arzt nachschaut nach medizinischer Literatur, schaut er im CDC nach, in Amerika. Und dieser Film geht sozusagen darüber, dass sozusagen ein Mitarbeiter vom CDC, die haben dann gesagt, dass sie Studienergebnisse gefälscht haben und sozusagen dann veröffentlicht haben, um einen Statisteneffekt nicht zu zeigen. Und darum dreht der Film, ehrlich gesagt, den kann man schon empfehlen. Ich glaube, jetzt ist die Batterie alle, ne? Ja, aber ich bin fertig. Also. Danke. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, das sind so Autoren von Büchern, die ich empfehle. Ich muss sagen, die zufälligerweise sind die, die verstorben sind in Schwarz-Weiß. Das habe ich extra so gemacht. Nein, es war, als ich den gesucht habe, Internet. Ich muss sagen, der Professor Dr. Christian Friedrich ist Arzt und Psychologe. Also wer sich einlesen will in Psychoneuroimmunologie, da sind Bücher von ihm empfohlen und eine Grundlage ist auch noch in Bezug auf Impfen von Herrn Buchwald. Und wer sich noch ein bisschen in Massenpsychologie einlesen möchte, ist ein altes Buch, aber immer noch aktuell, ist von Dr. Gust, der war auch Arzt und Psychologe. Interessant ist, dass die Psychologen gar nicht in die Kamera gucken. Na gut. Das nochmal, das fällt schon so irgendwie auf. Und was aber interessant ist, dass so, also in Bezug auf Beeinflussung großer Massen ist das Buch ziemlich gut, aber der hat zur Zeit von Darwin gelebt, da ist so, ehrlich gesagt, diese Rassentheorie ist nicht ganz so, nicht mehr aktuell. Und Andreas Bachmeier hat auch aus meiner Sicht sehr gute Bücher geschrieben und ehrlich gesagt aus wissenschaftlicher Sicht hier unten, Dr. Susan Humphreys hat auch sehr gute Bücher geschrieben und man muss ehrlich gesagt als klassischen Impfkritiker die Bücher von Ernst Holze empfehlen. Und muss sagen, auch wenn Donald Trump charakterlich nicht so irgendwie überzeugt, aber er ist zumindest kritisch, was so Autismus und Impfung angeht. Und er wollte sogar Robert F. Kennedy Jr., der das Buch geschrieben hat, hier mehr Saal, will er auch sozusagen zum Direktor machen einer Impfsicherheitskommission. Von da ist das, was in den USA gerade die Wahl ist, aus
impfkritische Sicht, muss man sagen, ist ziemlich okay. Und der Dr. Klaus Hartmann, der hat, glaube ich, 10 Jahre beim Paul-Ehrlich-Institut in der Nebenwirkungsbranche gearbeitet. Also besser geht es ehrlich gesagt nicht, um da Quellen zu finden. Und die haben alle, glaube ich, so Vorträge und Bücher geschrieben. Also man findet da auch viel auf YouTube. So, jetzt. Ja, jetzt bin ich fertig.